Hallo, hier ist der Martin von MoneyMonkeys, das ist die DAX-Analyse für nun Freitag, den 30.12.2022 und damit den letzten Handelstag im Jahre 2022. Und unser DAX hat zum Donnerstag hier schon mal eine kleine Rakete gezündet. War wahrscheinlich jetzt der Feuerwerksverkauf im freien Handel erhältlich. Dachte sich, er zündet mal kurz ein Teilchen. Wir hatten gestern darüber gesprochen, dass er eigentlich eher schlecht aussieht. Hatten drüber gesprochen, dass man aber hier unten im unteren Bereich, eigentlich unter 8,60, 8,40 habe ich damit gemeint, nicht 8,75, auf eine grüne Stundenkerze achten sollte. Wenn er die machen würde, hätte er nochmal die Chance, sich an 14.000 hochzuziehen, 14,50, 14.100. Das hat er tatsächlich so dann auch direkt sogar gemacht, war aber nicht das, was ich eigentlich im Sinn hatte, ne? Also ich hätte eher erwartet, dass wir schwächer notieren, dass wir hier auch nochmal ein bisschen abgeben und er sich insbesondere wegen dem Monatsschluss halt nochmal an die 13,47 ranzieht. Die wäre mir als Jahres- bzw. Monatsschluss recht wichtig gewesen und ich hätte einfach gedacht, dass er das nochmal probiert, ne? Dass das wenigstens anläuft. So von der Bewegung, die wir hier haben, müssen wir aber sagen, dass halt vom Tief weg das absolut nicht dynamisch ist. Das heißt, der könnte am Freitag instant von hier wieder wegkippen oder er macht, also versucht schwach reinzustarten, dreht sich auf 14.000 wieder nach oben auf und drückt sich dann bis Freitagabend an die 2,70, um von dort im neuen Jahr nochmal runterzufallen. Aber so als Bewegung selbst, wenn man das im Gegensatz zu der Abwärtsbewegung vorher sieht, ist das trotz, dass er jetzt hochgekommen ist am Donnerstag, einfach nur Geschiebe seitwärts. Und von daher würde ich es eher noch negativ werden und hier erwarten, dass wir auch nochmal neue Tiefs unter 8,40 auch kriegen, unter 8,60. Ja, ob am Freitag schon, muss ich zeigen. Ich glaube, er hätte auch ganz gute Karten, dass wenn er jetzt Donnerstag sich so künstlich nochmal hochgezogen hat, hätte er natürlich auch die Chance, das zum Freitag nachzuholen. Man muss hier aber auch sagen, wir haben halt auch noch verkürzten Handel, ne? Also bis 14 Uhr, glaube ich. Und kann echt passieren, dass da gar nicht so viel mehr jetzt passiert. Vielleicht läuft er auf die 14.000 runter und wieder zurück. Also das wäre jetzt auch nicht so unüblich. Aber grundsätzlich auch so für die nächsten Tage, auch die kommende Woche, finde ich das einfach zu träge in der Erholung im Gegensatz zu dem, was runterkam, und würde hier noch einen Abwärtsstrang auch erwarten. Der darf aber auch gerne von 270, 200 hier in dem Bereich starten. Ja, also wenn er sich dann noch hochzieht, dann habe ich dagegen nichts einzuwenden. Mir ist einfach von der Struktur, von der Bewegungsstruktur nicht passend genug, um hier wieder oben rauszuziehen. Deswegen würde ich erwarten, dass er hier nochmal nach unten geschlagen kommt. Und damit ist das eigentlich alles. Damit wünsche ich euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Verletzt euch nicht, seid artig. Und ich weiß gar nicht, wann ist der nächste Handelstag? Müsste ja dann am 5. weitergehen. Nee, halt doch. War richtig, ne? Am 5.1. sehen wir uns dann wieder. Von daher, bis dahin wünsche ich euch viel Erfolg, gutes Gelingen und ja, rutscht gut rein. Ciao.